Für mich liegt der Ausgangspunkt jeglicher Ausbildung im Respekt gegenüber dem Pferd und seiner Natur. Jeder Reiter muss sich darum bemühen, zu verstehen, was sich im Kopf des Pferdes abspielt. Wie fühlt sich sein Maul an? Wie bewegt sich das Pferd? Welche Bedürfnisse hat es? Ich möchte dazu beitragen, Fehler in der Ausbildung zu vermeiden und stattdessen Lösungen anzubieten. Nie darf Geld oder der nächste Turniererfolg im Zentrum des Denkens und Handelns stehen, sondern immer der Respekt vor der Kreatur.